Vererbung in 7 Minuten erklärt. Wenn mir das hier in diesem Video gelingen würde, wäre es ja ein Wunder. Mal gucken, wie weit wir kommen. Also, Vererbung. Ich habe Schritt 12 nach 13 kopiert und los geht's. Toll, dass wir eine Klasse Rechteck haben. Toll, dass wir wissen, was dort Properties sind und wie wir Methoden aufrufen, die Werte zurückgeben. Und toll, dass unser Projekt fertig ist. Und was passiert immer, wenn es fertig ist? Dann kommt der Kunde und sagt, na ja, so wollte ich das nicht haben. Eigentlich möchte ich jetzt ja Quader verwalten und nicht nur Rechtecke. So. Was ist eine Quader? Da haben wir eine dritte Dimension. Da haben wir nicht nur eine Länge und eine Breite, da haben wir auf einmal eine Höhe. Und jetzt kommt Swift. Und jetzt kommt objektorientierte Programmierung. Und jetzt kommt Vererbung. Und ich glaube, wir schaffen das ganz, ganz schnell hier fertig zu sein. Denn wir haben etwas geschaffen, was weltweit ausgerollt und millionenfach getestet ist. Unser Rechteck. Und jetzt können wir uns doch darauf berufen und brauchen nur noch zu machen, was der Spezialfall eben ist. Und dafür haben wir in der Programmierung auch mit Swift die Vererbung. Ein View-Controller soll alles können, was ein UI-View-Controller schon konnte. Ne? Erinnert euch daran. Das war unser Einstiegsbeispiel. Lange drum geredet. Ich muss kodieren, sonst schaffe ich es nicht in der Zeit. Ein Quader. Ein Quader soll alles können, was ein Rechteck schon kann. Quader, Extended Rechteck. Quader ist eine Unterklasse der Oberklasse Rechteck oder eine Subclass der Superclass. Wie auch immer ihr es bezeichnen wollt. Was unterscheidet ein Quader vom Rechteck? Was spezialisiert ein Quader? Naja, wir haben noch eine Stored Property, nämlich eine Höhe mit Umlaut, ist ja klar. Was brauchen wir, wenn wir eine Variable haben, eine Stored Property, die keinen Vorgabewert zum Initialisieren hat? Richtig, wir brauchen einen Initialisierer. Wie initialisiert sich denn ein Quader? Nun, indem wir eine Länge vom Typ Integer übergeben, eine Breite vom Typ Integer übergeben und eine Höhe vom Typ Integer übergeben. So. Was müssen wir denn jetzt tun mit der Länge und der Breite und der Höhe? Lasst uns doch mal erst das machen, was unser Chef machen würde. Also wir sind Quader, Chef ist Rechteck, nennt sich Super. Komme ich also dran mit Super und wir initialisieren unsere Superklasse schon mal mit der übergebenen Länge und der übergebenen Breite. Damit haben wir das erfüllt, was das Rechteck im Quader ausmacht. Aber bevor wir das machen, danke Compiler, ich liebe Swift, bevor wir unseren Superinitialisierer aufrufen, müssen wir natürlich dafür sorgen, dass alle anderen Stored Properties schon mal zugewiesen sind. Also, ein Quader extendet die Klasse Rechteck, hat zusätzlich die Stored Property Höhe, hat einen Full Qualified Initializer mit Länge, Breite und Höhe. Muss erstmal alle seine eigenen Properties setzen und ruft dann die Superklasse Init auf, diese Methode. Ja, wenn ich also etwas verwende von einer anderen Klasse, wenn ich eine andere Klasse beerbe, muss ich wissen, wie ich sie initialisiere. Steht in der Dokumentation, bei Apple auch. So, 7 Minuten, die Zeit läuft. Was habe ich gesagt? Wir brauchen ein Volumen. Also eine neue Methode, die heißt dann Volumen, die liefert einen Integer zurück. Wie berechnet sich das Volumen eines Quaders? Länge mal Höhe mal Breite. Aber Fläche mal Höhe, das wäre doch viel schöner, weil Fläche ist millionenfach getestet. Return Fläche, ich als Quader kann ich alles, was ein Rechteck kann. Ich darf also auf die Fläche zugreifen und darf das Ergebnis dieses Methodenaufrufes mit der Höhe multiplizieren. So,
Code ist fertig, lasst uns schnell ein Beispiel machen. Unser Quader ist gleich ein Quader mit der Länge 4, der Breite 4, der Höhe 4. Und lieber Quader, was hast du denn für eine Fläche? Und lieber Quader, was hast du denn für ein Volumen? Und dann sehen wir das tatsächlich hier. Fläche ist 16, weil 4 mal 4 16 ist und das Volumen ist 64. Gehen wir mal von Kubikzentimetern aus. Wir haben ja keine Einheiten verwendet. Faule Eier, wie mein Mathelehrer damals sagte, werden es wohl kaum sein. Also, Leute, das ist eigentlich das ganze Geheimnis. Eine Klasse extendet das, was eine andere Klasse schon kann, hat damit Zugriff auf alles, was die Superklasse hat. Wichtig ist nur beim Initialisieren, dass erst die neuen eigenen Stored-Properties initialisiert werden und dass dann mein Chef initialisiert wird. Ganz, ganz wichtig. Und in Swift sieht das eben so aus. Und wenn das erledigt ist, dann haben wir ein Quader, der kann alles, was ein Rechteck kann, spezialisiert sich durch die Höhe und Volumen zum Beispiel ist die Berechnung Fläche mal Höhe. Fläche ist diese Methode hier, Länge mal Breite. Und ja, 7 Minuten werde ich wohl sprengen. Eigentlich wäre ja Fläche besser eine Calculated Property statt eine Methode. Aber jetzt haben wir eben mal eine Methode gesehen, die ein Int zurückgibt und es hat uns ja gar nicht so groß aus der Bahn geworfen. Ne? Ihr wisst, hatten wir in unserem Automobilbeispiel, ich könnte ja auch eine Calculated Property namens Fläche machen, die dann den Wert jederzeit berechnet. Und wollt ihr sehen? Gut, machen wir, bin ja nicht so. Variable Fläche ist ein Int, heißt, wir geben zurück die Länge mal die Breite. Sehr merkwürdiges Return hier, wenn ich das richtig sehe. Dann brauchen wir die Methode Fläche hier nicht mehr. Die 7 Minuten werde ich sprengen, aber nur wegen der Fläche, Leute. Dann würden wir hier aufrufen, gib mir bitte die Fläche. Wir würden das auch hier machen. Wir hätten immer noch ein großes I da zu schreiben. Und schon würde es ja fast wieder funktionieren. Und eigentlich gar nicht schlecht. Ja, jetzt hätten wir Fläche als Calculated Property. Dann brauchen wir die Methode nicht. Und hier unten für den Quader wissen wir, könnten wir es genauso machen. Also eine Variable Volumen ist eben Return Fläche mal Höhe. Aber das lasse ich mal als Methode hier stehen, dass ihr auch seht, aha, auf eine Calculated Property kann ich zugreifen ohne diese Klammern. Und wenn ich eine Methode aufrufe, dann muss ich auch die Klammern angeben. Nun haben wir sogar noch über deutlich mehr geredet als nur über Vererbung. Aber Leute, so einfach ist das und so sexy ist Swift und so schnell kann ich, ja, leider nicht immer, aber oft hoffentlich erweiterte Kundenwünsche schnell in die Tat umsetzen. Naja, es wäre schon schön, wenn es immer so einfach ist. Ich freue mich selber aufs nächste Video.